Ha, hey, Ja, Leute! komm du her, ich bin Pfeil und Bogen. Hopp. Was ist los bei euch? Viel. Viel. Ach so, ja, ich weiß, was da los ist. Da, wo bei dir vorhin die Viecher waren. Schön den Hämmer geschnappt. Spinne! Ne, die trifft durch den Boden. Okay, cool. Ja, wo lang? Wo soll ich? Da unten, na, komm, gut nach unten. Ihr habt Ideen. Wer erschubst mich jemand? So. Creeper, okay. Machen wir es doch erstmal so hier. So. Ja, das war jetzt doof von mir. Aber so kennt man mich. So, jetzt habe ich den Dreck aus dem Inventar gepackt. Ihr seid schon wieder alle weg. Ah. So. Kleine Stufe nach unten gemacht. Da ist ein Skelett. Aber das sieht er ja selbst, glaube ich. So, Zombie. Boah, das ist wirklich die Monsterparty. Verrückt. Zombie glitscht hier. Ich kann ihn nicht. Ja, er glitscht wirklich ziemlich nach oben. Ah, die Pfeile. Da ist ein Ja. Gefäß, da komme ich nicht hin. Ich weiß. So. Die Zombies nerven mich da ein bisschen, aber es sind. Ach so, da ist ein Spawner, deshalb. So, Schwert sollte ich mal wechseln. Hat er nicht gemacht, schade drum. Muss man Dreieckstausch machen. So. Tja. Wie konnte das denn passieren da unten? Da ist ein Bogenschütze. Hier ist noch ein Spinnenspawner. Da sind wir auf die Spawner-Fabrik gestoßen. Auf den Spawner-Spawner. Oh nein. Schnell rüber hier. Zack, zack, zack. Weg. Ja, da oben bist du. Weiß Gott, wo du bist. In der Wand. Ist er tot? Ich glaube schon. So. Nein. Jetzt aber. Oh Gott, ey. Oh Gott. Ja, hat jemand von euch Gravel aufgesammelt? Dann gravelt mal den Weg nach unten. Denn ich habe so gut wie keinen mehr. Die Schaufel ist auch hinüber. Ja, was man jetzt nicht für einen Eimer voll Lava geben würde. Die glitschen hier hoch und man kann sie nicht treffen, weil sie viel zu. Oh Gott, ja. Zombie-Party! Sehr gute Idee, Captain. Muss ich dir lassen. Ich komme und rette dich. So, zack, zack, Zombie schnetzeln. Irgendwo ist hier noch ein Creeper. Muss man höllisch aufpassen. So. Skelett. Zack, zack, Zombie, zack. Creeper! Zombie. Ach, und er räumt sie alle ab. Nur der hält eine ganze Menge aus. War der Zombie-König. So, schön. Das war doch mal Action. Liebe Zuschauer, was sagt ihr dazu? Schalte ich mich mal wieder zu euch. Das hat doch gerade mal echt Spaß gemacht. Sehr, sehr viele Monster. So viel habe ich noch nie auf einen Haufen gesehen in Minecraft. Hammer, hammer cool. So. Ganz viel Redstone. Da unten ein Lavasee, der sich eine ganze Weile weit erstreckt. Wo ist das Kätzchen hin? Kätzchen ist weg, gut. Na, nicht gut, aber da oben ist ein Archer. Und eine Spinne. Ich habe die Spinne gerade mit dem Bogen erschlagen. Sehr geil. Ja, Mann, ich habe mir den Bogen auf die Eins gelegt. Ich kämpfe nie eigentlich mit dem Bogen auf der Eins. Im letzten Let's Play schon. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Eins ist eigentlich immer das Schwert. So, hier oben war irgendwo. Creeper! Zack, zack. Oh. Close one. Oh, und der Bogenschütze immer da oben. Mann, jetzt habe ich wissen, freies Sichtfeld. So. Wie sieht es denn aus so mit nach oben graben langsam? Die Zeit ist ziemlich rum. Creeper. Creeper guckt um die Ecke. Creeper ist tot. So, es kommt noch von da oben, verdammt.
Eine Spinne. Muss ja noch was kommen. Mann, Mann, Mann. Kurz zurück. Was mampfen. Und nochmal versuchen hinzugehen. Creeper. Mein Gott, hier ist... Ja. Ist echt viel Action los. Ich will nur kurz nur noch nach hier oben gucken. Das bin ich meinen Zuschauern schuldig. Ich kämpfe hier jetzt schon so lange umher. Gott, Gott! Von wo kam das? Diese... Okay, da ist irgendwo ein Spinnspawner. Okay, dann ist mir auch scheißegal. Zu gefährlich hier. Oder wo seid ihr? Ja, da ist ein Spinnspawner auf jeden Fall. Gut. Dann bauen wir noch den Rest vom Eisen hier ab. Und kommen dann wieder mit dick gefüllten Taschen nach Hause. Hoffentlich. So, also ich bin jetzt hier, wo wir uns runtergegraben haben, zu den Spawnern quasi. Ich kann jetzt quasi auch wieder hochgraben. So. Also ich würde es jetzt wieder zur Crafting-Box schaffen, wenn wir das als gemeinsamen Treffpunkt nehmen wollen. So, beziehungsweise dann kann ich ja schon mal anfangen. Dass wir uns dann hier vielleicht bei dieser großen Fläche nach oben graben, das wäre doch mal eine Idee. Kätzchen, schaffst du es auch? Ich schaff's irgendwie jedenfalls nach oben. Ganz nach oben oder zu uns? Ich versuch's ganz nach oben. Okay. So. Na, wo fangen wir an? Am besten hier. Ja, das sieht mir nach einem guten Punkt aus. Wir haben jetzt leider wenig Baumaterial dabei, aber wir nehmen einfach erstmal die Erde, um hier diesen Anschluss zu finden. Ja, und dann grabe ich mich in die Wand, genau, das wird gut. So, liebe Freunde, auf geht's nach Hause. Zumindest versuchen wir das irgendwie. Ich habe leider natürlich auch keinen Kompass mitgenommen oder eine Karte, die vielleicht noch besser gewesen wäre. Denn es war ja kaum damit zu rechnen, dass so etwas hier passiert. So. Nein, ich dachte, ich habe dem Eye of the Ender vertraut, verdammt. Da, wo das Eye of the Ender nach unten geht, grab dich in den Boden. Das habe ich gemacht. Das hat es mir geholfen, nichts. Ja, beim nächsten Mal... Nehmen wir noch ein paar von den Augen mit und dann schaffen wir schon irgendwie, diese blöde Festung zu finden. Aber ist doch schön für euch, ist doch schön für euch, liebe Zuschauer. Das ist, gleichzeitig heißt, dass es noch mehr Folgen geben wird. Was ist jetzt passiert? Okay, schön, dass ihr einen Ausgang habt. Ich weiß ja nicht, wo ihr seid. Ach man, ist mir egal. So, liebe Zuschauer, wir sind wieder auf uns gestellt. So kennen wir es doch, so lieben wir es auch. Und irgendwie geht es jetzt nach oben. So. Dann guckt lieber vorher auf die Uhr, bevor ihr die Oberfläche durchstößt. Nicht, dass es Nacht ist. Dann wartet, bevor ihr die Oberfläche durchstößt. So, und ich versuche mir jetzt irgendwie den Weg zu bahnen. Das war eine doofe Idee hier. Zack, zack. Tja, natürlich doof hier in der Mine nach oben zu graben. Oder versuchen hier einen ordentlichen Weg nach oben zu finden, wo man dann auch später wieder zurückgehen kann. Denn überall sind ja hier natürlich Löcher. Aber wir kommen schon irgendwie durch. Eine Kiste und ein Spinnspawner. Na Mensch. Da war doch Wasser. Ja, später. Ah, Spinne. Die folgt mir. Die ist, also die Spinnen haben echt eine gute Bewegungs-KI gekriegt und Wegfindungs-KI. Also Respekt. Das war gerade eine Meisterleistung von der KI. So noch an mich ranzukommen. Ich will ein bisschen Respekt für die KI hören, Leute. KI. Sehr schön. Ja, mehr wollte ich nicht.
So. Na, schauen wir mal, wie das hier was wird. So. Bisher sieht es ja noch ganz gut aus hier bei uns. Ich ertrinke im Wecker gerade mal auf. Tja, die anderen unterhalten sich schön. Wir sind auf uns gestellt, das macht ja nichts. Wir scheinen hier aber zumindest jetzt einen guten Punkt erreicht zu haben, wo wir wirklich nach oben graben können. Das sieht hier sehr solide aus. Keine Schwachstellen mehr im Stein. Hoffentlich bleibt es halt so. So. Zur Not rüstisch. Ah. Langsam kriege ich das Gefühl, wenn ich das so höre, was hier im Hintergrund gebrabbelt wird, dass es doch eine gute Idee war, hier hochzugraben. So. Verdammt, doch nicht. Hat sich doch tatsächlich nach draußen geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Weißt du ungefähr, wo du bist? Du hast Probleme. Ich habe keine Getreide dabei, um die Ente zu zähmen. Ja, es wäre schön, wenn du dich, bis wieder Tag wirst, auch nach unten verziehst, in den Underground wieder. Gut. Kategorisch abgelehnt, warum nicht? Doch, doch, nein, doch, nein, doch, doch, nein. Ich hoffe, das ist alles gut auf Tape. So. Wir kommen hier langsam, aber sicher voran. Ist nicht gerade der schnellste Weg, sich nach oben zu graben. Aber zum einen der sicherste. Und zum anderen der, den man auch später wieder benutzen kann, um wieder nach unten zu kommen. Weil so schlecht fand ich es hier gar nicht. Es hat sehr viel Spaß gemacht. So, okay, hier ist auf jeden Fall meine Kapazität überschritten an Dingen, die ich mitnehmen kann. Niemand wird je zu Hause sein. So. Du hast eine Stadt gefunden? Na, dann nüsse dich da ein. Irgendwann finden wir uns schon. Bosse. Okay, ja gut, von da aus wüsste ich, wie du wieder nach Hause kommst. Ich nicht. Du musst die Wüste durchqueren. Wenn es weiter nichts ist. Aber nicht sehr lange. Und bald triffst du dann da in Richtung auf den auf den Laubwald. Und da musst du dann einfach durchgehen. Und dann siehst du auch gleich wieder eigentlich den großen Turm, den wir gebaut hatten damals. So. Und durch den einfach durchgehen. Über ein paar Flächen. Oh, der Captain hat es auch geschafft. Ja, liebe Zuschauer, Über Wasser, sehr gut. wir hängen mal wieder zurück. Ein wenig. Aber wir machen den Mist richtig. So. Gerade in der Hoffnung, dass wir es nicht mehr allzu lange haben hier. Anscheinend haben wir aber schon mal die Minenebene verlassen. Dann haben schon lange keine Freiräume mehr gesehen. So, zum Schluss werden wir dann hier einen Turm hinzimmern und dann findet man den Eingang auch später wieder. So. Dann wieder hier lang, immer schön im Kreis graben. So kann eigentlich am wenigsten So, hast du dein passieren. Haus. Der Captain sieht den Turm wieder. Dementsprechend, er hat es gleich geschafft. Bei mir ist jetzt Dreck hier oben. Ich hoffe, das ist kein Zwischendreck, sondern es ist wirklich. Sie haben den Ausgang erreicht, Dreck. Das wäre schon nicht schlecht. Verdammt, jetzt habe ich. Ah, nein. Naja, machen wir es so. Und so und so und so und so.
So ein Quatsch. So. Ein paar mehr Fackeln. Und was werfen wir jetzt weg? Ach, das bisschen Holz. Wobei lieber das bisschen Gravel. So, hier sieht's aus. Oh, die Sticks hat er sogar wieder aufgenommen. Weil ich noch irgendwo Sticks hatte anscheinend. Sehr schön. Tja, dadurch, dass hier drüber noch Stein kommt, verflüchtigt sich so ein bisschen meine Hoffnung, hier das Ende erreicht zu haben. Und denke, dass ich dann doch wieder... dass es einfach bloß Zwischendreck ist. So. Kätzchen, falls du es nicht findest, dann versuch mal bei der Stadt in der Nähe zu bleiben. Zumindest, dass du die Stadt dann... Ich krieg die nie wieder. Oh. Zumindest, dass du die wieder findest, wollte ich jetzt sagen. Okay, wir haben hier irgendwas, irgendwas und irgendwas. Und dann mal gucken, wir haben hier einen Hohlraum erreicht. Okay, das ist wirklich einfach ein viereckiger Hohlraum, sehr verrückt. Ein Anzeichen auf die nahende Oberfläche. Ich hätte es gern so. So, schauen wir mal. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich hier noch, was weiß ich, Kilometer tief unter Tage bin. Und dass das alles gerade ein wenig langwierig und auch langweilig wird. Oh, da oben ist Gravel. Holen wir den mal zu uns runter und gucken. Okay, wo der endet, auch nicht großartig doll. Tja, so, jetzt reicht's mir. Ich grabe jetzt einfach nach oben, das sollte man nie tun. Merkt euch das, Kinder. Ist das Tag draußen? Ja, war? Ja. Sehr schön. So. Na dann. Ich stack mich jetzt nach oben. Ha, so weit war es gar nicht. Na Mensch, schön. Ja, wisst ihr was, dann grabe ich den Rest auch noch. Obwohl... nicht, dass ich irgendwo bei Wasser rauskomme. Apropos bei Wasser. Oh, ey, Türme! Der eine Turm ist meiner. Der Turm ist auch meiner. Da steh ich grad oben. Du stehst auf dem einen Turm drauf, ja. Der andere, da habe ich vorhin hochgegraben. Okay. Gut, Leute, wir haben die Oberfläche erreicht. Dann werde ich aber hier wirklich noch das hier wieder verschließen. Dann wirklich meinen Tunnel noch zu Ende graben. Dass man da auch wieder gemächlich runtergehen kann. Denn so weit ist es nun wirklich nicht mehr. Und vor allem, wenn dann hier Gravel ist, erleichtert das die Sache erheblich. So. Zack, 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 zack. Wir finden dich schon wieder, mein Kätzchen. Keine Panik, ich weiß ungefähr. Nee, weiß ich doch nicht. Sorry. Ich dachte, ich weiß ungefähr, von wo aus wir denn die andere Stadt erreicht haben. Aber ich bin den Weg immer bloß in die eine Richtung gegangen, nie in die andere. Aber finden tun wir dich trotzdem wieder. Ja, hier ist Schnee. Und Bäume. Schnee und Bäume. Na, wenn das mal nicht in Minecraft als Anhaltspunkt reicht, dann weiß ich auch nicht. Und Wasser ist ja auch. Und Wasser noch, na Mensch. Besser kann es doch gar nicht gehen. Keine Luft, verdammt. Dann bist du unter Wasser. So. Damit hätten wir es. Yippie. So. Der Captain baut irgendwie sehr, sehr seltsame Türme. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht. Gehabt. Sehr viel Glück gehabt. Das müsste, glaube ich, der Ort sein, wo du nicht rein. So. Ich brauche hier auch mal einen Turm hin. So, beim Turm bauen immer daran denken, zwei Türme zu bauen, denn man muss ja irgendwie wieder runterkommen. So. Schaufel kaputt, Nick. Und keine Schaufel mehr da. Naja, dann rast mit der Faust. Komm, Piccolo. Das schaffst du.
So. Der Turm, wo den du da gerade gebaut hast, Captain, ist das der Turm, der schon da war? Nein. Nein, das ist der andere, der Der da hinten? ab seit Punkten. Der Ja, da? genau der. Der war schon da. Und da Nee, hast du das ist der, jetzt. den ich gerade gebaut habe zuerst. Und von da aus, wenn du von da aus in die Richtung gehst, dann siehst du den anderen Turm schon. Okay, weil das ist erstmal. Von da aus müssen wir dann gucken, wie wir das Kätzchen wiederfinden. Ah, ich sehe den Turm, ja. Weil dieser Turm diente uns auch damals, liebe Zuschauer, als, also den ihr jetzt da hinten sehen könnt, als Orientierungspunkt, um dann unsere Welt wiederzufinden, wenn wir mal gestorben sind und unser Bett abgerissen wurde. Dann mussten wir durch einen langen See schwimmen, einen Berg besteigen, dann in eine Lagune springen, dann ein Dorf besuchen, dann durch die Wüste reisen und dann sahen wir diesen Turm. Und ich hoffe, dass ich von diesem Turm jetzt eben auch das Kätzchen wiederfinde. Aber Erst ich sehe den Turm nicht, wie sollst du mich dann sehen? indem ich das Dorf wiederfinde. Okay, da ist das Haus des Captains. Verrückt. Das war ja einer der. Ja. Das Problem ist, dass es gleich Nacht wird, was? Ja, aber ich habe von hier oben kann ja eigentlich nichts passieren, bis er den hochkrabbelt aus seiner Spinne. Ja, gut, aber. Okay, hier ist die Strecke, die wir vorhin genommen haben. Tja. Naja, aber so nützt das auch erstmal nichts. Tja, dann musst du dich jetzt ausloggen, mein Kätzchen. Wir beide gehen schlafen und beenden das Let's Play hiermit. Und dann gehen wir dich offscreen suchen. Denn in der Nacht wird das auf jeden Fall nichts weiter. Da geht mein Kätzchen. Sag nochmal Tschüss den Zuschauern. So, wir verziehen uns in unser Heierbettchen. Der Captain hat es auch gleich geschafft, wie ich sehe. Sogar vor mir noch. Er schreibt 1, 2, 3. Das ist die Erkennungsmarke für uns, dass wir ins Bettchen zu gehen haben. Und liebe Zuschauer, ich sage damit auch gute Nacht. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Schreibt mir, ob ihr sowas nochmal sehen wollt oder nicht. Und ja, euer Chaos sagt erstmal, Captain, was sagst du noch? Captain sagt Adios. Und euer Chaos sagt Tschüssili.